Was macht denn der Tommy da draußen, da vorne in dem Forum? Ja, der Tommy, das ist ja quasi sein Laden. Also das hier ist ja quasi mein Werkstattbereich vom Laden, weil ich bin ja hier vorne, weil ich den Laden alleine mache. Ich mache den ja komplett alleine, bin ich ja immer auf mich allein gestellt und ich muss hier vorne sein, ich muss hier vorne arbeiten, damit ich sehe, was draußen passiert, ja, dass da mir keiner weit wegnimmt und damit ich automatisch auch sehen kann, was hier drinnen passiert. Das kann ich nur von hier vorne. Ja. Ich kann das nicht von hinten irgendwo, wo ich da stehe und Räder repariere, das kann ich einfach nicht. Und die Leute sehen auch, die gucken, die laufen vorbei, die sehen natürlich auch ganz genau, oh Mann, was macht denn der da? Und oh, der repariert, das ist interessant, da gehe ich rein. Wenn hier vorne nur ein einfacher Vorraum wäre, leer, sozusagen, würden die Leute ja nicht, die wissen ja gar nicht, was los ist, die wissen nicht, was sie hier erwartet. Und so kann ich immer noch freundlich auch auf die Leute einreden, die haben manchmal Fragen von oben oder so. Also es ist schon wichtig, dass ich wirklich hier vorne stehe, hier an diesem Punkt, genau an diesem Punkt, wo ich hier nach draußen gucken kann und gleichzeitig nach drin und gleichzeitig hier in den Lagerbereich sozusagen, wo ich auch noch ein paar Sachen habe. Also das ist der beste Punkt überhaupt. Und außerdem steht die Kamera ja hier auch. Ihr steht hier jetzt manchmal, ihr seid immer mit dabei und hier vorne da oben steht die Streamkamera, da oben auf dem Brett. Deswegen ist der Tommy hier vorne in dem Laden unterwegs.